keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von WoW Weekly, unserem Wochenrückblick, und wir wollen uns heute mal wieder anschauen, was es denn in den vergangenen Tagen für interessante Neuigkeiten rund um World of Warcraft gab. Dabei muss man wirklich sagen, dass in den vergangenen Tagen nicht viel passiert ist, insbesondere auf dem Live-Server. Zwar gab es am Anfang der Woche noch einen zusätzlichen World-Boss, allerdings ist dieser mittlerweile auch schon nicht mehr aktiv. Derzeit noch aktiv ist Levantus, die Worldquest findet ihr in Azuna und natürlich hat dieser auch für den einen oder anderen ein paar interessante Gegenstände. Bis zum kommenden Mittwoch ist daneben auch noch das Bonusereignis Schlachtfelder aktiv, nämlich genauer gesagt bis zum 14. Dezember, und während dieser Zeit erhaltet ihr 50% mehr Ehre auf den Schlachtfeldern. Der Erzmagier Timea gewährt zudem in Dalaran vor der violetten Festung wieder eine Quest, nämlich einen Aufruf zur Schlacht. Bei dieser müsst ihr dann 4 Schlachtfelder erfolgreich gewinnen und erhaltet dafür Ruhm des Nahkämpfers, also Artefaktmacht, eine Ehrenmedaille und 5 Ehrenabzeichen. Seit Dienstag der vergangenen Woche ist zudem auch der nächste Teil der Suramar-Kampagne, nämlich der 7. Teil Elisandes Antwort, verfügbar. Dieses Mal geht es wieder ein bisschen länger, in Anführungszeichen. Ihr erhaltet ein paar Gegenstände, die Artefaktmacht gewähren, aber im Prinzip auch hier wieder nur ein kleiner Abschnitt. Am kommenden Dienstag sollte es dann mit der Kampagne allerdings auch schon wieder weitergehen, und zwar langsam in den Endspurt, denn es folgen nur noch die Teilabschnitte So stark wie unser Wille und Erstürmung der Nachtfestung. Ansonsten drehte sich in der Woche eigentlich alles um Patch 7.1.5 und um den PTR bzw. um das Q&A der Entwickler. In eben diesem gab es ein paar interessante Antworten, teilweise zu Klassen, aber auch viele allgemeine Informationen, nämlich noch einmal als Erklärung, was die Entwickler denn mit der Anpassung der sekundären Werte ja im Prinzip erreichen möchten, und darüber hinaus wurden auch noch mal ein paar Worte zu den legendären Gegenständen verloren, zum Beispiel, dass eben eine Klasse ohne legendären Gegenstand nicht komplett nutzlos sein soll, aber auf der anderen Seite eine Klasse mit legendärem Gegenstand eben auch nicht übermächtig stark sein soll. Das Problem hierbei ist eben der Spagat bei der Balance, diese zu finden, und insbesondere mit den vielen neuen Anpassungen ist da einfach ein riesiger Rattenschwanz, der sich durchzieht an Anpassungen, die man eben vornehmen muss. Aufgrund dessen wird es jetzt auch so sein, dass Patch 7.1.5, anders als auf der BlizzCon 2016 angekündigt, nicht mehr vor Weihnachten erscheinen wird. Die Entwickler schaffen es einfach zeitlich nicht mehr, die ganzen Anpassungen und Änderungen an den Klassen und wie gesagt an den legendären Gegenständen durchzubringen, und dementsprechend wird der Patch voraussichtlich in den ersten Januarwochen erscheinen. Laut Game Director Ion Hazzikostas und Community Manager Josh Allen wird es dann auch nochmal erneut ein Q&A geben, bei dem dann eben Patch 7.1.5 und die Nachtfestung im Mittelpunkt steht. Bedenkt aber, dass die Veröffentlichung der Nachtfestung laut Blizzard gegen Ende Januar nichts mit Patch 7.1.5 zu tun hat, trotzdem gehen wir aktuell davon aus, dass 7.1.5 noch vor der Nachtfestung erscheinen wird. Der PTR wurde in der Woche auch noch mit einigen neuen Daten gefüttert, nämlich zum Beispiel geänderte sekundäre Werte bei den Gegenständen in der Nachtfestung. Damit sollen die Gegenstände für viele Klassen interessanter sein, und außerdem wurden viele Gegenstände mit einem Itemlevel von 825 und darüber leicht angepasst, nämlich dass diese im Durchschnitt 5% mehr Attribute nun drauf haben. Im Code vom Spiel selber gibt es nun auch konkretere Hinweise darauf, dass man das WoW-Token, welches man sich für Gold kaufen kann, eben in Echtgeldguthaben fürs Battle.net umwandeln können wird. Allerdings eine offizielle Ankündigung steht dabei noch immer aus. Die Kampfgilde wurde weiterhin mit neuer Musik versorgt, und ansonsten folgten natürlich noch diverse Anpassungen bei den Klassen und legendären Gegenständen, also das Übliche bzw. momentan die größte Baustelle, die die Entwickler beim PTR 7.1.5 haben.
Kommen wir noch zu den Mini-Feiertagen. Diese werden derzeit auf dem PTR getestet. Jeder Tag ein anderer Mini-Feiertag. Insgesamt soll jeder Feiertag zweimal getestet werden. Derzeit hatten wir bereits zum Beispiel Ruf des Skarabäus schon oder Schanksause oder das große Hippogryphenschlüpfen. Und ich muss sagen, nachdem ich diese jetzt getestet habe, sie machen Spaß. Allerdings natürlich nicht über einen längeren Zeitraum, sondern sie sind wirklich nur ein netter kleiner Zeitvertreib für nebenbei, bieten teilweise keine langfristigen Belohnungen, sondern sind einfach nur da, um den Tag ein bisschen aufzulockern und eben mehr abwechslungsreichen, kurzfristigen Content zu bieten. Persönlich bin ich auf jeden Fall ein Fan davon und wir werden uns darüber noch genauer unterhalten, beziehungsweise ich werde euch diverse Dinge dann auch noch in Videoform zeigen, wenn ich die ganzen Events mal zusammengefasst habe und die Entwickler vor allem alle Events getestet haben, denn man muss sagen, dass diese Events zweimal getestet werden, liegt einfach daran, dass die Entwickler natürlich Feedback der Spieler wollen und vielleicht noch einige Anpassungen vornehmen werden. Soweit so viel zu dieser Woche. Wie gesagt, es war einfach ein bisschen ruhiger. Man merkt, dass die Feiertage vor der Tür stehen und auch die Entwickler natürlich über die Feiertage und Neujahr ein bisschen kürzer treten, viele in den Urlaub gehen und natürlich die Entwicklung des Spiels ein bisschen brach liegt. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer sehr fürs Zusehen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.